Willkommen zurück hier bei Knack und Back. Und da wird im Hintergrund schon gehustet. Das macht aber absolut gar nichts. An meiner Seite heute der Anywaste, der Thomas. Der ausgezeichnete Kreuzer-Experte, der Italiener, habe ich gehört. Natürlich, immer doch. Schönen guten Tag. Wir haben vor, die Italiener von 1 hochzuspielen bis zu Venezia, wenn das der 10er ist. Ist das der 10er, der Italiener? Ich vermute ja, ich weiß es nicht. Sehr gut. Die Expertise hat sich auch gelohnt, dich hier mit an Bord zu nehmen. Ah, wir zeigen euch heute mal den Einser, die Eritrea. Wird nur ein Gefecht sein, denke ich mal. Wir hatten Glück gehabt, dass wir ein Zufallsgefecht gefunden haben und nicht in Koop rein müssen. Und hoffentlich klappt das auch mit den anderen. Ach, cool, die Erkennbarkeit und die Reichweite ist ganz cool, ne? Also ja, ironischerweise. Die Erkennbarkeit, ja. Die Erkennbarkeit ist bei 6,6 ja. Kilometer. Sichtweite, okay. Feuerreichweite 10 Kilometer. Ja, was haben die Italiener Besonderes? Jetzt noch nicht, noch HE. Nur, und nachher haben sie Semi-AP. Das heißt, sie haben keine Granaten mehr mit Brandwahrscheinlichkeit. Ja, ist aber so eine Explosions-AP. Ja. Und die Türme drehen auch extrem langsam. Die fahren alle nach unten, die anderen, ne? Ja, wir machen das schon. Hoffe ich doch. Und es sind nur Kreuzer unterwegs. Eine Shengang. Eine was? Ach da. Cheng. Von den Panasiaten. Boah, 20 Knoten habe ich jetzt drauf. Da wird natürlich lustig bei einer Erkennbarkeit von 6,6. Ja. Ein bisschen, bis man welche sieht. Entdeckt, ich bin entdeckt. Ich auch. Ah, rechts von uns. Rechts von uns. Oh, fuck. Hab ich natürlich die Türme als anderen Seite, ne? Ja, ich auch. Ich habe auch richtig Damage gerade gekriegt. Kleine Insel wieder vorbei nach rechts. Oh, ich werde aber ganz gut zusammengeschossen hier, ey. Die Black Swan da hinten. Oh, oh, oh. So, ich bin unentdeckt. Ey du, was machst du denn da? Taktisches Bremsen. Schöne Hupe habe ich auf jeden Fall. Oh, Jens. Ich habe viel schönere Flaggen als du. Was ist denn da oben drauf noch für eine? Die ist von meinem Special Kapitän, Sansonetti. Ein Meerspiel. Der ist rückwärts? Ja, ich musste ja. Was? Da war ja so ein Schiff, wo ich nicht weiterkam. Verstehen. Also die Shenyang hat mir schon gut die Hälfte reingedrückt. Ich denke auch nicht, dass sie hier durchkommt, oder? Weiß nicht. Entdeckt. Ach, siehst du, die fährt rückwärts. Oh, Black Swan dreht auch um. Ich bin natürlich hinterm Berg und kann nicht schießen. Ja, Stufe 1 halt, ne? Was willst du machen? Oh. Eben sah Hauptturm das so kaputt, aus. Ernsthaft? Eben sah das so aus, als ob ich nur einen Schuss in der Luft hätte. Ich verstecke mich in der Insel, wie das Pro-Spieler machen. Ah, 140 Hit. Ich muss auch langsam hier weg. Black Swan. Ich bin entdeckt. Irgendwas ist hinter mir. Hier da oben ist noch nur Orland. Ja, aber ich bin hinter einer Insel. Nein. Ach, da ist eine Eritrea noch. Ich wurde auch gut zusammengeschossen. Hört ihr mal auf zu schießen, ihr seht mich gar nicht mehr. Ah, das ist in dem Berg. Na, du hast sogar ein bisschen weniger. Ja, die Action ist auf jeden Fall auf Tier 1 nicht so gegeben, ne? Wie Schaden hast du gemacht bisher? 761 mit 4 Hits. Okay, da habe ich ein bisschen mehr. Oh, da kommt noch eine. Jetzt gucken, dass du nicht ins Kreuzfeuer gerätst.
Ah, schön 400er Salve. Oh, wer schießt denn da von hinten? Oh, eine Black Swan ist da hinten. Die sollen aufhören, auf mich zu schießen, die hinteren. Au! Ah, nur 420. Hier klatschen mache ich hier. Ja, die haben sich aber nicht als erst, Alter, hier ist noch eine Orlin. Nein. Weg. Ich würde sagen, das war es jetzt gleich. Nee, hat mich nicht gesehen. Ja, aber ich. Du musst aber irgendwann mal schießen, ne? Ist mir unentdeckt. Ja, ich drehe gerade rum mit dem Türme brauchen ein bisschen. Oh. Schießen die denn alle auf mich? Ich habe noch 52. Läuft bei dir. Die kommen auch gerade irgendwie alle in unsere Richtung, kann das sein? Was machen denn die beiden hier hinten eigentlich? Ach, auf Tier 1 schon haten, das macht man nicht, ne? Die Orlon. Oh. Bist du alleine, ne? Das sind halt alles Pros, ne? Du bist jetzt gleich weg, wenn du dich weiter anlegst mit der Orlon. Was? Ich weiß das gar nicht, was ich mehr machen soll mit 52 TP, Alter. Ich will nur nicht als erster sterben. Jetzt, aber guck mal, wo die anderen bei uns rumfahren. Ich werde das schon für dich machen, glaube ich, als erster sterben. Ach, das war eine Iwi. Eben. Ich hätte nicht gedacht, dass es die Runde so lange dauert hier auf 1. Nee, ich auch nicht. Aber mit so wenig Damage. Oh, da ist einer tot. Okay. Ich hab 2x2 Geschütze. Mehr habe ich nicht. Einer von uns. Verdammt mich nochmal. Ich muss leider in die andere Richtung fahren von dir. Ich hab die Geschütze auf der anderen Seite. Das ist ja absolut frisch. Da oben. Ja. Hingang. Also ich. Alle lenkt ein. Oh, die Orlen. Ja. Ich deck sie dir auf, okay? Du kannst schießen. Ich werde. Ja, ich mache. Ich bin unentdeckt. Ja, deswegen sage ich ja, du kannst schießen. Ich muss ja ein bisschen ja. 300 EP brauchen wir fürs nächste Schiff. 200. Guck mal wieder links und rechts. Hast du gesehen? Links und rechts. Richtiger Profi. Ja. Ich gehe jetzt attackieren hinter der Insel oder noch vor der Insel. Ah, oh, nochmal getroffen. Geh mal spotten. Ja, ich geh spotten. Was anderes kann ich eh nicht mehr machen. Jetzt sehe ich auch keinen mehr. Hier in der Insel war so gut. Keiner entdeckt dich, du kannst schießen. Hey, ich habe schon 1800 Damage. So, ich riskiere mein Leben jetzt. Aber wir haben schon 2 verloren. Right. Ah, das sieht nicht gut aus. Oh, da ist einer. Oh. Ja, bitteschön, sehr gerne. Hauptsache, die kommt nicht jetzt näher. Die muss weiter wegfahren, bitte. Was haben wir nochmal? 6 Kilometer. Oh nein, hier ist noch eine Erie bei mir. Fuck. Hier ist alles. Die fokussieren eben, haben sie schön das Feuer fokussiert. Ich glaube, ich war eben mal. Ja, machen sie entdeckt. Jetzt auch gerade. Ja, ich muss jetzt auch ballern. Ich muss aber, ich will um die Insel erst rum. Der Tarnwert ist natürlich bombastisch. Oh, da kommt sie. Was? Nein! Ich nehme noch ein bisschen Damage. Oh, noch ein Brand auf die Eri. Das brennt, nein. Ich habe sie nicht getroffen. Ich bin weg. Boom. Ah, nochmal 2 Hits. 5400 Schaden. 2400 Schaden. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder mit dem Tier 2 Schiff.
Macht's gut. Macht's gut. Lass knacken. Willst du gleich deinen Ball haben, dann bist du auch beschäftigt? Ja? Ja, ich will auch meinen Ball haben. Und das auch mit der Nino Bixio. Zweite Runde italienische Kreuzer. Die erste Runde haben wir erfolgreich bewältigt. Hat gerade so gereicht. Wir haben wieder ein Zufallsgefecht gefunden. Und immer noch am Start. Ich muss ihn nur finden. Auf meiner linken. Nein, zu meiner rechten. Der Herr von Anyways. Schönen guten Tag. Ja, hast du schon mal gesagt in der Folge. Ja. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Like. Ja, Saab. Ich, oder AP halt, ne? Ich, rechts rum, sagst du? Ja, rechts rum. Ah, du kommst zu mir. Sehr schön. Ja, Tier 2 Schiff, Nino Bixio. Das sind die Werte, Erkennbarkeit 7,5 dank dem Sansonetti, dem Spezialkapitän der Italiener, den man sich freispielen konnte. Standardmäßig 7,9, wie bei mir. Ah, 7,9 standardmäßig, 11,4 Hauptbatteriereichweite. Ist komplett ausgebaut, ne? Schon. Hast du schon? Okay. Ja, klar. Ich nicht. Natürlich, weg damit. Dafür sind freie EP da. Da wird fleißig getorbt. Von der Smith irgendwo hin. Oh, wir haben auch eine Divi auf der anderen Seite als Zerstörer-Divi. Okay. Ja, ich fahre aber nicht links in die Mitte. Das soll jemand anders machen. Was ist denn die Charleston? Ist das ein Schlachtschiff? Charleston? Du kennst die Charleston schnell. Nicht? Die ist ein Kreuzer. Nee. Die ist sowas von Kreuzer. Okay, ja. Ist ein Kreuzer, hab ich schon gesagt. Ja, ich habe gerade Tab gedrückt und nachgeguckt. Die ist ein Kreuzer. Aber wir haben jetzt deutlich mehr Artillerie zu Buche. Was habe ich gesagt? Wie weit kommen wir nochmal? Die Valkyrie ist 11,4. Oh, da ist noch eine V. Ich habe leider noch einen Berg im Weg. Ja, die hat gerade Gas gegeben, wieder die V. Wie weit kommt die Schalzen denn? Ich habe jetzt auch wieder einen Berg im Weg. Wow, 2,8. Nice. Ja, aber dafür laden wir auch ziemlich lange nach, ne? 12 Sekunden. Dafür schießt die Schalzen auf mich. Deine eigene? Ja, sehr schön. Läuft bei ihm. Ja, der Mischrekord mit den Italienern hatte ich 1800. Mal gucken, vielleicht kriege ich ihn geknackt. Bin immer noch entdeckt, jetzt nicht mehr. Wo bist du denn? Ja. Auf Steuerbord ist die Diana. Steuerbord war doch rechts, ne? Ja. Steuerbord Diana. Da war ein kleiner gerade. Ja. Und irgendein kleiner wird hier gerade drin sein. Ja. Unser DD nebelt ohne Tarnung. Da kommen Torps, aufpassen. Ja, das Problem ist, wir fahren allein nach vorne, ne? Du fährst jetzt Kippen. Oh ja. Hab was entdeckt, da. Ah. Die Fusi. Fährt er rückwärts? Ne, jetzt fährt er vorwärts. Fusilier. Der Franzus ist das. Der kriegt jetzt eine schöne Klatsche. Na, 770, das war jetzt nicht so. Alter, da kommt noch mehr. Kommt noch eine Kohlbär. Oh, vorne kommt auch irgendwas. Ja, ja. Alter, oh, Kohlbär, ja. Hätte man auch AP laden können. Fährt die so weiter, die Kohlbär? Da kommen wir wieder Torps. 1800. 2,8. Damit haben wir unseren Damage-Rekord gebrochen. Uiuiuiui. Da kommt noch eine Nino. Mit der Angelo. Ich habe ein großes Problem hier. Ja? Uiuiuiui. Oh, wo ziehe ich denn dahin? Ja, das große Problem ist weg. Oh, Zitadelle. Du meinst, du bist weg? Ja. Zitadelle auf die Nino gedrückt. Ich habe auch wenigstens mein Damage-Rekord geknackt. 7,5. Ja? Ah, sehr schön. Noch eine Zitadelle auf die Nino. Oh, da kommt irgendwo ein Berg. Aber das dauert noch. Oh, noch eine Zitadelle auf die Nino. Hallo? Wieso schießt nicht mit der Sub-Muni? Die ist gut. Ja, aber nicht auf Breitseite-Schiffe. Ja, die macht gut Schaden.
Ja, ich drücke hier eine Zitadelle nach der nächsten, hallo? Die Saab macht ja, solltest du aber nehmen, wenn der Hai schießen würdest. Oh, Valkyrie nebelt mich, sehr schön. Da ist eine V vor dir. Zu deiner Rechten. Oh ja. Das ist natürlich das ärgerlich. Die wird gerade ausfahren, ne? Die fährt. Ich fahre aber rückwärts. In den Nebel. Ja, ich fahre rückwärts, ich fahre nicht geradeaus. Jetzt hänge ich genau hinter der Insel. Rückwärts bitte. Tüt tüt. Wir fahren rückwärts. Ech, oben drüber und unten drunter, was soll das? Kawachi? Kawachi, Kawachi. $1800 auf dem Schlachtschiff, okay. Nassau wird in den Tod fahren jetzt. Oh, jetzt fährt er nach vorne, das ist kacke. Warum fährt er, fährst du denn nach vorne? Es sind so viele Stufe 2 Schiffe, von denen ich noch nie gehört habe. Ja, wann spielt man Stufe 2? Also du spielst ja nur eine Runde Stufe 2. Oh, oh. Ja, du spielst vielleicht zwei Stufen Runden. Zwei Stufen Runden. Zwei Runden Stufen. Naja. Wenn du es jetzt mit der Runde geschafft haben solltest, hab ich halt noch freie EP, ne? Ja. Wenn ich das hier in dieser Runde nicht geschafft habe, habe ich halt freie EP. Ich will ja nur einmal zeigen. Wir fahren auf jeden Fall zu weit weg von... Wir müssen cappen! Cap! Wo ist Cap? Habe ich den nicht getroffen? Wo schieße ich denn hin, um ihn zu hin? Kommst du an die V dran? Die ist hinter dem Hügelchen für mich. Okay. Die steht da nur rum, ne? Ja. Oh, die vorderen Kanonen sind aber irgendwie komisch gelegt. Die vordere kann nie mitschießen, wenn die andere mitschießt. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Ja, die ist, wie hieß denn das Schiff? Bei den Amis gab es auch einen. Da waren die Türme rundum einmal verteilt. St. Louis. Ja. Was ist St. Louis? Nee. Das ist so auch so. Doch. Du kannst maximal mit 4 Stücken eine Richtung schießen hier. Ja, das ist richtig. Mit den hinteren 5. Entschuldigung, 5. Nee, ah doch. Ah ja, ganz vorne links sehe ich gerade, ist der 1er noch bei mir. Den habe ich nicht dazu gekriegt. Aber es wird, so unterschiedlich die Schalsten hinten. Hat die V sich wieder genebelt? Gucken wir mal über den Hügel. Sehen tun wir nichts. Chester. Unser Schalzen ist weg. Eine Schalzen. Na komm, wir helfen der Schalzen hinten. Oh, hinteres Geschütz nicht mitgenommen. Jetzt fährt er wieder nach vorne. Blöps dir. Die machen, was sie wollen mit mir. An die kommen wir nicht ran, Charleston. Die Charleston hat auch alle Türme in alle Richtungen. Ja, ist auch so ein hübsches, hübsches Schiffchen. Aber die hat so Schießnischen. Luken. Luken? Ja, also die Geschütze sind nicht oben drauf. Wie die freie Beuter früher. Ja. Piratenschiff. So, jetzt cappen wir mal ein bisschen. Oh, da ist sie, die Valkyrie. Oh, da war sie, die Valkyrie. Also den Schalzen ist gleich weg, ne? Ja, dafür nehme ich ja ein. Nicht gleich, meinst du, sie ist jetzt weg? Ja. Läuft, ne? Tier 2, ja. Da ist irgendwo die... Wer war es? Valkyrie.
glaube, die höheren Stufen der Italiener machen deutlich mehr Spaß. Ich bin entdeckt. Das ist nicht so gut. Aber spitz drauf zu. Da ist sie. Oh, links und doch noch ein Treffer. 1-2 ist doch okay. Für ein Geschoss. 900 schon bei mir. Echt? Mhm. Muss gleich nochmal prüfen. Prüfen Sie. Das Schöne ist, ich kann mich aber zu jeder Richtung drehen. Ich glaube, das wird die nächste Niederlage. Also die Italiener stehen nicht unter einem guten Stern. Nächstes wird es Cap. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das die 2... Wie viel waren es? 2000 EP, die man braucht? Ja. Da kommt sie wieder. Oh, da ist sie wieder weg. Wir schießen trotzdem. Ah, sie ist dahinter geblieben. Schade. Da ist sie wieder. Bitte auf sie zurück. 1990 hat sie mir geklockt. Sag mir nochmal, ich kann es mir 11-4. Jetzt fahren wir in die Mitte. Kleiner dafür, dass so viele Gegner unterwegs sind, sieht man recht wenig. Ja, die haben da kommt die Valkyrie wieder. Alle Tarnung. Links von dir? Ja, ich habe gerade auf die andere und direkt auf AP geladen. Habe ich die Schwester nicht getroffen? Doch. Na, Trevisse, wieder mehr. Oh, 2000, 1800 waren es. Aber da vorne kommt ein Schlachtschiff. Da ist wohl ein Torpedowerfer von dir kaputt gegangen. Kleines V95 Schiff. 25. Wo willst du hin? Leg mal nach rechts, leg da ein jetzt. Also von dir aus links. Ah, wegen der Insel. Noch mehr eher wegen diesem Schlachtschiff da. Das Schöne, ich habe auch links auch noch Kanonen. Wir können jetzt auch noch auf die Valkyrie schießen. Da kommt sie wieder, die V. Ja, die V wäre besser gewesen. Die ist Breitseite. Ja, aber ist ja so ein kleines Schiff hier, hör mal. Last man standing. Oh je. Dann sieh mal zu. Ja. Die hat auf jeden Fall eine Deto gefressen gerade. Sehr schön. Die Flagge habe ich auch nicht mit. Oh, da kommt eine Insel. Nein! Warum sagt denn keiner, dass er eine Insel kommt? Ah, ja, die Italiener sagen, sind stark. Glaub, da kommt eine Insel, ne? Die Italiener sind stark. Die können das aus. Die kommen hier rum. Ich komme hier nicht rum. Da hinten. Ja, absoluter Fail. Zum Schlachtschiff Breitseite steht. Genauso macht man's. Oh, oh, oh. Ah, ging aber. Ich mach keinen Damage aufs Schlachtschiff. Oh, oh, das war's. Die erste und letzte Runde in der Nino Brixio. Boom. Mit dem schönen Feuerball kann man sich verabschieden. Es sind 2807 EP. Ich jetzt? Ja. Ich hab 1200. Ach, schade. Nino Brixio. Erster Mann im Verliererteam. Das ist doch immer das Beste. Und damit sehen wir uns beim nächsten Video wieder mit dem Tier 3 Schiff der Kreuzer, der Italiener. Mal gucken, mit dem italienischen Fachmann oder ohne, wir werden es sehen. Lasst es knacken, macht's gut.